Die Leber ist eines der wichtigsten Organe des Körpers. Sie denken wahrscheinlich nicht viel über ihre Leber nach. Aber ihre Gesundheit ist der Schlüssel zu ihrer allgemeinen Gesundheit und ihrem Gewicht. Ihre Leber wirkt als Filter, um Giftstoffe aus dem Blut zu entfernen. Es unterstützt die Verdauung, indem es Gale produziert, um Fett abzubauen und wasserlösliche Vitamine und Mineralien aufzunehmen. Wenn Ihre Leber überarbeitet ist, können sich Gifte, Rückstände bilden, die Entzündungen verursachen, die mit Fettleibigkeit verbunden sind. Eine gestresste Leber kann auch dazu führen, dass sich Fett ansammelt, insbesondere um den Bauch herum. Zusammengenommen kann dies bedeuten, dass unabhängig davon, wie stark Sie Kalorien einschränken, ein Gewichtsverlust nahezu unmöglich ist, es sei denn, Sie entgiften Ihre Leber. Deshalb werden wir Ihnen heute von einem metabolischen Getränk erzählen, das die Leber sehr wirksam entgiften, Fett verbrennt und überschüssiges Gewicht auf einmal verliert. Es ist sehr wichtig, die Leber zu reinigen, besonders wenn Sie in letzter Zeit viel Alkohol getrunken haben. Kann Wasser helfen, ihn aus Ihrem System zu spülen und Ihre Leber neu zu starten? Auf diese Weise können Sie alle gefährlichen Dinge und Giftstoffe aus Leber und Körper abspülen. Trinken Sie dieses und spüren Sie seine Wirkung erst nach 72 Stunden. Sie werden sich erleichtert fühlen, weil Ihre Leber reinigt. Wenn Sie vor dem Start des Rezepts weitere nützliche Rezepte für diese Video erhalten möchten, um sich um Ihre Gesundheit und Ihr Verwandten zu kümmern, klicken Sie auf die Selflex abonnieren und dann auf die Glocke, so erhalten Sie jeden Tag unseren Rat. Um diese Getränke zu bereiten, bereiten wir zuerst eine Limette zu und schneiden sie in kleine Stücke. Stellen Sie sicher, dass Ihre Limette biologisch ist. Falls Sie keine Limette haben, können Sie stattdessen Zitrone verwenden. Drücken Sie dann den Limettensaft in einen Mixer. Eine Studie zufolge in der alkoholbedingten Leberschäden bei Mäusen untersucht führen, hatten Zitronensaft und Limettensaft eine schützende Wirkung auf den Körper, wahrscheinlich aufgrund des hohen Gehalts an Antioxidantien. Zitronen und Limetten haben viele andere Vorteile für den Körper, aber speziell für die Leber können sie helfen, den Körper weiter zu entgiften und wichtige Nährstoffe bereitzustellen. Am nächsten bereiten wir 2 Tanken Sellerie vor. Entfernen Sie Blätter und schneiden Sie in kleine Stücke. Sellerie wird empfohlen, um alle Arten von Toxinansammlungen in den primären Körperorganen zu stimulieren und die Ordnung gemäßer Funktion zu fördern, da er eine starke reinigende Wirkung hat. Darüber hinaus hat Sellerie mit seinem hohen Wasser- und Fasergehalt eine starke Sättigungsfähigkeit. Diese kann der Angst ein Ende setzen, mehr Kalorien als nötig zu verbrauchen. Dann Sellerie in den Mixer geben. Die nächste Zutat ist Petersilie oder Sie können stattdessen Koriander verwenden. 10 Gramm Petersilie hacken und den Mixer geben. Petersilie ist ein ausgezeichnetes Reinigungs- und Entgiftungsmittel. Dank seiner handtreibenden Eigenschaften hilft Ihren Körper, den Abfall zu beseitigen, den er nicht benötigt, um sie vor Krankheiten zu bewahren. Darüber hinaus sind die Vitamin C und A in Petersilie 2 Verbindungen für eine gesunde Lebensfunktion unerlässlich. Sie reduzieren Entzündungen und stärken das Immunsystem.
Zum Schluss 500 ml Wasser hinzufügen und alles mixen, bis eine homogene Mischung entsteht. Bei Verwendung eines Mixers bleibt die gesamte Phase erhalten. Wenn Sie nur Saft verwenden möchten, verwenden Sie eine Saftpresse. Wie Sie dieses Getränk verwenden, um Ihre Leber zu reinigen und abzunehmen, trinken Sie diesen Saft oder Smoothie 3 Tage lang, um seine Wirkung zu erleben. Trinken Sie 3-mal täglich mindestens 2 Gläser. Wenn Sie möchten, können Sie während dieser Zeit das Fasten versuchen oder wenn möglich leider nur kurz essen. Wenn Sie fasten müssen, stellen Sie sicher, dass Sie viel Wasser trinken. Wenn Sie nicht fasten, essen Sie viel Obst, Gemüse, Nüsse und Samen und vermeiden Sie verarbeitete Lebensmittel. Trinken Sie auch viel Wasser.